Will der auf oder nicht? Aber eigentlich ist alles gut, ne? Eigentlich läuft alles. Ah, jetzt hüllt er auf. Okay, ab einem gewissen Punkt. Alles klar. Füllt er den ganz auf? Ja, ne? Alles klar, okay. Super. Gut, das läuft. Dann würde ich sagen, was wollten wir als nächstes machen? Ressourcen würde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen organisieren. So, Struktur. Genau, wir wollten ein bisschen... Was ist das hier eigentlich? Gütermalmodul? Energy used by drillship when it's underground in lava. Okay. Kohlekraftwerk 2. Raffineriemodul 2. Produktionsmodul 2. Wir müssten theoretischerweise auf 3 ja bringen, ne? War ja, glaube ich, so die... Aussage. Sprengstoff verbessert. Hatten wir das schon? Das sind ja Blaupausen, ne? Haben wir die Blaupausen... Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Jetzt muss ich selber erstmal... Uns hat übrigens noch keiner angegriffen hier oben, ne? Fällt mir gerade ein. Wie war das mit den Blaupausen denn nochmal? Woran sehe ich denn, welche wir haben, welche nicht? Standard-Raffinerie aufwerten. Woher weiß ich denn, welche Raffinerie wir haben? Kann ich das irgendwo ran sehen? Fertigungsmodule. Speed. Module sind letztendlich schwere Gerätschaften, in den Wänden eines Drillships installiert sind. Fertigungsmodule können verschiedene Rollen übernehmen. Produktion, Forschung, Raffinerie. Sie können ein- und ausgefahren werden. Ein eingefahrenes Modul ist inaktiv. Hat aber auch keinen Bedarf an Energie oder Kernkapazitäten. Mhm. Aufwertung. Ja. Drillship Kern. Strukturen, Systeme. Kupferwand, was es alles noch gibt. Okay, ich suche aber gerade Verteidigungsmodule, Fracht. Frachtraum. Mit ET Linksklick, okay, ja. Mhm. Modul, Frachtraum, ja, ja, ja. Bordbewegung, ja. Pilotensitz. Ich frage mich, wofür der ist. Okay. Drillship Verteidigung, Teile, Drillship Übernahme, Antrieb. Charakter Equipment Basic Forschung. Forschung vielleicht? Guck gerade mal. Reparatur, ausbauen. Ne, abbauen. Steuerung, Werte. Wo finde ich das denn? Ich gucke gerade mal, ob wir irgendwo das mit den... Ja, ja, ja. Ganz toll. Kosmetik. Sonstiges. Werkbank. Bett. Healing Device. Auch schön. Okay. Island, Vulkanausbrüche, Items. Hey, aber wo ist denn... Aber Blaupausen werden mir nicht erklärt. Wieso werden mir denn keine Blaupausen erklärt? Kessel. Bordbefähigung. Fracht, Strukturen, Systemmodule. Oder bin ich zu blöd, das zu finden? Naja. Weil woher will ich denn jetzt wissen, welche Dings ich habe? Verbesserte Sprengstoffe. Verstärken. Haben wir das schon? Ich bin mir gar nicht so sicher.
Hier, fortschrittliche Forschung aufwerten. Analysator. Forschungsdatenstufe 2. Das ist schon Stufe 3 hier sogar. Stufe 2 aufwerten. Haben wir das schon? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon haben. Aufwerten, einmal. Aber was mache ich damit jetzt? Was, wie war denn das nochmal? Das ist manchmal so durcheinander hier. Bauplause für intrigierten Forschungsmodultechnologie Stufe 2. Aber brauche ich denn... brauche ich die Blaupausen? Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Mein Gott. Der Frosch. Der Frosch. Blaupausen. Wofür brauche ich denn die Blaupausen nochmal? Sag mal, bin ich jetzt ganz blöd? Fragezeichen. Hier in unserer Fertigkeitsforschung. Schauen, da wird sich Technologie. Okay. Blaupausen für intrigierte Forschungsmodultechnologie Stufe 2. Warte mal, upgraden. Eisenrohre zweimal. Entschuldigung. Mein Gott, so habe ich den so falsch im Hals. Eisenrohre, ne? Ist doch gar kein Problem zweimal. Komponenten. Machen wir doch mal. Zack, zack, so. Upgraden. Nicht verfügbar. Muss ich die aus dem Frachtraum rausholen dann oder was oder wie? Muss ich die in der Hand haben? Ah, Upgrade. So, was habe ich jetzt geupgradet? Forschungsdatenstufe 3, holy. Ah, jetzt geht nicht mehr upgraden oder was? Jetzt bin ich hier mit fertig. Ach so. Oh, uff, Alter. Holy Jesus. Habe ich jetzt die Blaupause noch? Ja. ja. Zweimal Eisenrohre. Zweimal Eisenplatten. Ist doch gar kein Problem. Warte mal. So. Ich bin immer noch nicht genau sicher, wofür die Blaupausen jetzt waren. Da muss ich mich nochmal informieren. Upgrade. Alter. Und Upgrade. Sehr schön. Finde ich ganz toll. So haben wir jetzt... Alter Falter. Holy fuck. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Wir werden sehen. Wahrscheinlich wird es jetzt noch schneller fertig gehen. Stufe 3 Getriebe. Produktionsdaten. Stufe 3. 3-mal Produktionsdatenstufe 2. Dann können wir Produktionsdatenstufe 3 organisieren. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was wir für was brauchen. Aufwertung. Legierungsbarren? Guck mal, wenn wir hier den Stahlrumpf bauen wollen, dann brauchen wir 10-mal Legierungsbarren Stufe 2. Die haben wir noch nicht. Und hier brauchen wir auch Stufe 2 Legierung und Raffinerie. Noch eine Verlängerung. Turbine 2, ne? Haben wir Turbine 3 auch schon? Dampfturbine 3 haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ketten, verbesserte Ketten. Drillship-Kern. Wie sind wir denn eigentlich ausgestattet gerade aktuell? Ich muss selber erstmal gucken. Okay, wir haben alles auf 2 quasi. Ach, hier kommen die Blaupausen rein, ne? Ach, haben wir schon. Hier war das. Oh, wir sollten vielleicht unter Tage fahren, ne? Sollten wir das mal eben schnell machen? Tschüss! Los! Schaffen wir. Auf die Länge kommt's an. Ja, schaffen wir aber. Wir sind schon weg. So, jetzt weiß ich mit der Blaupause auch wieder, wie das funktioniert. Ja, die werden da eingesetzt. Genau, die kommen hier rein. Okay, das heißt, wir brauchen Sprengstoffe. Stufe 2 haben wir auch schon.
Das heißt, das kann ich eigentlich entsorgen. Mist. Es gibt keine Möglichkeit, Sachen zu entsorgen, ne? Fällt mir gerade auf. Modulsteuerung, ganz toll. Nein, was mache ich denn? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich irgendwie auf E gedrückt für alles nehmen, glaube ich, oder so. Mann. So. Gleich ist wieder Silvester. Aufwerten. Also, wir haben... Ich glaube, ich schreibe mir das mal eben auf. Ich kann mir das sonst nicht behalten. Ich werde schon senil. Sagt man das so? So. Wir haben auf jeden Fall Standardraffinerie. Was wir noch aufwerten müssen... 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Das müssen wir noch aufwerten. Anfangsstrukturen. Die Anfangsstrukturen müssen wir noch aufwerten. Glaube ich. Genau, das ist das Einzige, was wir... Das Einzige, was wir, glaube ich, noch aufwerten müssen auf Stufe 2. Die Anfangsstrukturen. Die können wir dann noch da reinziehen. Da müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Und eine Sache hätte ich mir jetzt auch behalten können, aber ich dachte, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Anfangsstrukturen. So, dann gucken wir mal. Blaupause. So, Anfangsstrukturen Stufe 2. Haben wir sogar. Können wir einfach wieder rausfahren? Können wir das einfach hier mitmachen? Mit der 6? Geht das? Ja. Dann brauche ich nicht nach vorne latschen. Das ist doch super. So, warum? Warte mal. Warum ist der da so am Sprühen? Hä, warum sprüht der da so? Ist hier irgendwo was kaputt? Wir wurden übrigens, ich wollte es nur mal erwähnt haben, wir wurden übrigens... Ich glaube, weil ich da vorhin draufgeballert habe, ne? Kann das sein? Mach das mal weg und baue es mal wieder hin, dann hört es, glaube ich, auf, genau. Ich wollte nur mal nochmal erwähnt haben... Wir wurden übrigens nicht angegriffen, ne? Nur so zur Info. So, bauen wir das mal. Uff. Was kann ich denn hier jetzt noch machen? Kann ich hier noch was... Achso, man kann... Ah, so viele Sachen sieht man dann, was da noch in Dings ist. Achso. Okay, das dauert ein bisschen. Aber komisch, dass wir nicht angegriffen werden. Haben die einfach Respekt vor uns? Die haben Respekt. Wisst ihr einfach, das ist Respekt, Alter. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Oh. Ich habe irgendwo mit meinen Wurstfingern wieder drauf gedrückt. Entschuldigung, so. Hä? War der nicht gerade schon weiter? Gut, dann lass mal gucken. Also, dann haben wir soweit, glaube ich, alles, ne? Guck mal, können wir sogar die Räume unterteilen. Macht das Sinn? Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht. So, was haben wir denn hier noch? Aufbereitung. Healing Device? Das ist ein automatische Station zur Veredelung, abhängig vom Einstellungsmodus. Weise bis zu 6 Gegenstände zu, die Station automatisch raffinerieren wird. Achso, das haben wir ja, ne? Abforschung. Das ist ja die große, glaube ich, die wir jetzt haben. Das sind die ja, glaube ich. Abfertigung. Lampen. Was haben wir noch? Anzeigen. Aufbereitungsstation. Die Raffineriemodule fest. Zur gleichzeitigen Ausführung von Aufträgen müssen mehrere Stationen erbaut werden. Okay. Das sind die Standardforschungsbanken. Bett, 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 Bett. Armor Repair Station. Aber die Frage ist, wie... Armatur? Was für eine Armatur brauchen wir denn da? Haben wir Armatur?
Wie sieht denn hier eine Armatur aus? Kleine Anzeige? Mittlere? Armatur würde ich doch sagen, ist doch sowas hier, oder? Oder was ist eine Armatur? Was ist denn hier eine Armatur? Spiel, sag mir bitte, was eine Armatur ist. Ich würde das gerne bauen. Wie sieht denn eine Armatur aus? Ja, warte mal, haben wir? Wir haben doch oben noch was drin, ne? Ist das vielleicht eine Armatur? Also mal kurz gucken, wo habe ich das denn? Nein, hier nicht. Modulsteuerung, ist das eine Armatur? Das ist bestimmt keine Armatur, ne? Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen, hier meinen Schreibtisch. So. Das ist bestimmt keine Armatur, da würde ich verwetten. Hä? Nein! Nein, hör auf damit! Lass das. So. Nein, das ist keine Armatur. Weil eine Armatur ist doch irgendwie eine Anzeige, oder? Oder ich hä? Forschungsstation. Raffineriestation. Langstreckenfunkgerät, ja. Kleine Anzeige. Ist ja auch egal, komm. Wo hat er denn jetzt hier die Blaupause? Hat er die jetzt hier drin? Ja, nice, okay. Das heißt, wir können die quasi hier reinpacken. Hä? Hat er die schon hier reingepackt? Die war doch vorher nicht hier drin, oder? Gut, wir haben alles auf Stufe 2 gebracht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Okay. Das heißt, wir können weitere Strukturen können wir bauen. Wo denn? Aber ist doch nichts. Ist doch... Hä? Gut, dann, okay. Ich frage mich immer noch, was das hier ist. Hm. Was das für ein Modul ist. Ein Modul setzt Produkte Energy used by a drill ship. Ah, so, okay. Das produziert Energie, wenn wir im Untergrund sind und in Lava, dann nutzt das also. Ach so. Das ist ja interessant. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir jetzt brauchen für die Erweiterungen. Für Stufe 3. Das können wir schon auf Stufe 3 bringen, wenn wir was haben. Analysator brauchen wir zweimal und dreimal Forschungsdaten Stufe 2. Dreimal Forschungsdaten Stufe 2. Warte. Nicht, dass ich das jetzt falsch mache. Dreimal Forschungsdaten Stufe 2. Genau, Forschungsdaten. Dreimal. Eins. Ist aber langsamer irgendwie die Raffinerie jetzt, oder? Oder meine ich das nur, weil die jetzt so groß ist? Oder? Zwei. Hä, aber wieso geht die nicht? Entfernt er die nicht jetzt mittlerweile? Unendlich-Modus? Begrenzt... Achso. Aufgabenabschlagmodus, Begrenzungsmodus. Gegenstände werden hergestellt, wenn ein fertiggestelltes Grenzwert im Drillship unterschritten ist. Nur Hubs. Erster Gegenstand und Grenzwert, okay. Proportionale Begrenzungsmodus. Gegenstände werden hergestellt, wenn ein fertiggestellter Grenzwert im Drillship unterschritten ist. Nur Hubs. Ich verstehe das gar nicht. Was ist das? Ist egal. So. Einmal noch. Okay, fertig. Dürfen wir jetzt haben, ne? Ja, jetzt brauchen wir noch zweimal einen Analysator. Wie sieht denn ein Analysator aus?
Ein Analysator. Das haben wir nicht hier. Das brauchen wir, glaube ich, vom Dings, ne? Ich glaube, einen Analysator brauchen wir, glaube ich, vom Robi-Roboter, ne? Ich glaube, ja. Können wir da mal in unserem schlauen Buch nachgucken? Mit... vier? Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Stufe 2, Mainkohle. Lavaquelle, lalala. Ja, alles ganz toll. Wir werden Zugriff auf bessere Forschungsausrüstung benötigen. Aktualisiere die Drillship-Systeme, um die Produktion von höheren Gegenständen wie Forschungsmodule auf der Stufe 2 zu ermöglichen. Wenn die erforderlichen Elemente fehlen, versuche ein Forschungsdrillship zu finden, um die... Ja, ja, gut, okay. Ich hoffe, wir finden den Analysator hier auf der Insel. Auftrag aufgeben. Da sind wir jetzt, ne? Endlich können wir unsere Drillship-Produktion auf den neuesten Stand bringen. Besorge alle erforderlichen Komponenten und baue ein aufgewertetes Produktionsmodul. Von nun an können wir effektiv Geräte herstellen, die den Cock-Elite-Drillships gewachsen sind. Ja, Elite-Drillship, genau. So weit bin ich noch gar nicht. Stufe 3 sind wir hier noch gar nicht. Müssen wir sowieso erstmal aufwerten. Produktion. So weit sind wir ja noch gar nicht. Steht hier vielleicht ein... Warte mal, was brauchen wir dafür nochmal? Jetzt nochmal eben schnell gucken. Ein Analysator. Hier, so sieht der aus. Okay, dann wissen wir schon mal, wie der aussieht. Den haben wir aber, glaube ich, nicht, ne? Benötigt Hochofen. Ach du Heiliger. Entschuldigung. Okay, also so ein Ding brauchen wir von Grün. Von Grünen brauchen wir die. Gut. Also. Let's go. Schauen wir mal, ob wir irgendwo grün. Ein grünes Schiffchen irgendwo finden. Oder wisst ihr was? Wir machen das einfach beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal suchen wir uns den Analysator. Und dann hoffe ich, seid ihr auch wieder dabei. Wenn es wieder heißt, eine neue Folge. Alter, es ist halt unglaublich, wie das aussieht. Wie das gewachsen ist mittlerweile. Eine weitere Folge Vulkanoids. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr wieder dabei seid. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.